Die DJI Osmo Pocket 3 verfügt über 4K 60 Frames und du hast auch die Möglichkeit, mit 120 Frames aufzunehmen. Es gibt allerdings Momente, wo du einfach nur 120 Frames einstellen möchtest, damit du nicht die ganze Zeit switchen musst und einfach ein paar Szenen rausfischen möchtest, die du als Slow Motion nachher abspielen lässt. Es gibt allerdings ein kleines Problem, denn die Funktion mit 120 Frames nimmt keinen Ton auf. Das kannst du aber umgehen. Wenn du dich für das Creator-Combo entschieden hast, dann hast du einen riesengroßen Vorteil, denn das Mikrofon hat einen internen Speicher, den du nutzen kannst. Einfach die Videodatei starten und kannst parallel einfach hier den Record-Knopf drücken und deine Audiospur wird auf dem Mikrofon aufgenommen und landet dann im internen Speicher, den du nachher abrufen kannst mittels USB-C. Dann hast du eine Videodatei und eine Tonspur und die musst du einfach nur übereinander legen. Das sieht dann wie folgt aus, dass du hier deine Videodatei hast und da deine Audiodatei.